Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier unten zur ersten Folge bzw. zum Angezockt von Snowtopia, dem Skigebiet-Simulator. Das heißt, wir bauen hier unsere eigenen Skigebiete, ja. Wir befinden uns auf der ersten Map, von denen es 7 gibt. Sie werden immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Das kann ich sagen. Wir machen mal hier Pause. So, ich denke, passt ganz gut in der derzeitigen Situation, wo kaum einer Skifahren kann, ne? Weil Urlaub und so ist nicht wegen Corona. Deswegen bauen wir unsere eigenen Skigebiete hier am Computer. Bevor ich groß laber, gucken wir mal die Map an. Ja, wir sehen schon hier, es ist windig, es ist kalt. Wir müssen halt hier an dem kleinen Dorf rundherum Skipisten bauen. Mit Après-Ski, mit Liften und allem drum und dran, was dazugehört, ja. Mal schauen. Aber ich glaube, die müssen alle hier rauskommen, soweit ich mich nicht täusche. Wir haben vor ganz, ganz langer Zeit mal die Demo angezockt. Jetzt gibt es das ganze Spiel. Open the Game Help. Okay, das ist hier. Confirm. Super. Also Controls brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich würde gerne... Was haben wir denn hier? Guck mal, wir haben hier Slopes, also Slopes, Snaking Among Obstacles, Breite 8 Meter, 12 Meter, 18 Meter. Verschiedene. Also klein, normal, groß, die Pisten. Wir haben verschiedene Lifte hier. So one person, also eine Person, zwei Personen. Wir haben Maintenance, Snow Groomer Hanger, was auch immer das ist. Man kann das auf Deutsch stellen, aber irgendwie macht er hier nichts. Aha. Too steep, da müsste man dann auch gucken, wo man... The building is not connected to a slope or a navigation zone. Okay, das heißt, wir könnten jetzt erstmal... Als allererstes müssen wir dann wohl gucken, dass wir unsere... Was ist das hier? High Altitude Freeze Kiosk. Dass wir unsere Pisten machen. Die Frage ist, wie machen wir die? Hier oben würde es sich ja schon anbieten, wenn wir hier so einen Lift hochmachen, dass man von hier aus so runterfahren kann, so, bis hierhin. Könnte man machen. Es muss ja vorzugsweise immer runtergehen, weil berghoch ist ein bisschen scheiße. Und dann könnte man von hier aus noch einen Lift hier hoch machen, nach ganz oben, zu den Verrückten. Die könnten dann irgendwie hier lang gehen und so runter und hier runterkommen. Und dann machen wir noch irgendwie hier sowas hin mit dem Deppenhügel, der hier hingeht. Jeder kennt den Deppenhügel, oder? Der schon mal Ski gefahren ist. Kann ich jetzt von hier aus anfangen oder kann ich die irgendwo oben setzen? So, aha, guck mal, jetzt kann ich die wirklich hier so setzen. Das ist natürlich... Das ist nice, das gefällt mir. Gucken wir mal. Impossible to build an... Was? Build uphill slope. Okay, man kann das wohl da setzen, aber mach nochmal weg. Wenn wir das eher von hier oben machen, sagen wir mal von hier so, geht das hier so? Slope is blocked by rock, das wollen wir natürlich nicht. Und guck mal, jetzt sehen wir mal schön die Farben. Schwarz, rot, ich glaube, das sind die Schwierigkeiten, ne? Kann das sein? Die Schwierigkeit der Piste? So, wir gucken mal. Ich hoffe, niemand verklagt mich, der sich hier den Hals bricht. Wir testen mal. Auch noch ein bisschen hier lang. Dann so um eine Kurve. Dass wir hier wieder rauskommen. So, das wäre dann die erste Piste. Die Frage ist, machen die Bäume weg? Ich hoffe doch, wir nicht. Könnten wir jetzt hier oben so ein Haus hinsetzen? So, Ski Patrol Lodge, Builders Lodge. Ich glaube, die müssen... The building is not connected to a slope or navigation zone. Ah, oh, wie verbinden wir das denn? Ah, hier. Kann ich das auch irgendwie hier reinsetzen? Kann ich, so. Dann setz das mal dahin. So. Building closed, new volunteer in the resort. Und destroy? Nein, wir wollen hier nichts destroyen. Wir müssten vielleicht auch mal die Pause wegmachen, dass das hier weitergeht. Volunteers. So, a whole team has volunteered to help you out now that they need to set to work. Are the materials and logistics. Once you have a functional builder's lodge, you can construct the rest of your ski area. Okay, also ist das hier erstmal unsere Hütte, die wichtigste. Das heißt, assign volunteers. Ja, haben wir einen drin. Machen wir zwei rein. Open the Construction Menu, select the Builder's Lodge. Haben wir doch. So, Builder's Lodge haben wir. Okay, das ist dieselbe, wie wir gerade gebaut haben, oder? Nö. Holy Snowflakes, a ski resort in my own backyard. It's like a dream come true. Can I help you out? Ah klar, immer. So. Können wir den jetzt irgendwo hier dran? Wir setzen die Hütte mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir die hinsetzen sollen, weil die wollen ja hier bauen, ne? Jetzt müssen wir hier auch wieder Leute reinpacken, wetten wir. So. Gucken wir mal, wir machen mal was schneller. Haben wir hier überhaupt Geld oder geht das so?
Also ich sehe jetzt kein Geld. Maintenance, Lifts, Slopes. 4 von 7. Next Volunteer in einer Stunde, bla bla bla. Build a Ski Lift, Build a Slope. Ah, ich habe wahrscheinlich wieder zu früh gebaut, ne? Lass mal gucken hier. Oder hat er die jetzt gar nicht gebaut hier? Hat er die echt nicht gebaut? Frechheit. Warum haben wir hier kein Geld? Vielleicht ist das ja das, das wird garantiert das Anfangslevel sein. Komm mal her. Ich will jetzt mal so ein bisschen, dass die was zu tun haben hier. Es muss ja nicht immer alles super easy peasy sein. So. So hätte ich die gerne. Können wir das jetzt irgendwie... Bauen die das jetzt? Ich sehe hier nichts. Tada, da ist sie. Sehr gut. Das ist unsere Piste. Aha. Super. Build a slope haben wir ja hier. Site Construction in Progress. Okay. Ah, jetzt sehen wir, wie weit die sind. Aha, aha. Sekunde mal bitte. Die böse, böse Nase wieder. Die böse, böse Nase. So, das heißt, wir warten jetzt mal gerade, bis die hier fertig sind mit Bauen. Aber wir sehen das schön hier an den Seiten. Siehst du das, wie das hochgeht? Siehst du das? Nice. Bing. So, das heißt, die ist fertig. Greet your first skiers? Nein. Build a ski lift? Okay, den müssen wir. Als nächstes den Lift. Machen wir mal 2 Personen, oder? Heat minus, Appeal minus. Oder kriegen wir so einen kleinen hier hin? Oh, wo kriegen wir den denn hin? Von hier aus bis da oben hin. Geht das? Oder meckert er dann? Too steep. Okay. Wo könnten wir denn hinmachen? Hier würde es hingehen. Aber dann kommen wir da nicht hoch. Und der hier? Kommt man mit dem höher? Das ist hier die Frage. Ich will halt da hoch. Da hoch wollen wir. Der Skilift ist too long. Warum ist denn hier alles zu lang? Das ist doch doof. Dann müssen wir 2 machen. Hier hin. Und von hier aus noch einen da hoch. Geht das? Nein, jetzt haben wir so eine tolle Piste gemacht, weißt du? Jetzt kannst du hier echt nicht da runterfahren. Das ist ja kacke. Dann machen wir einfach noch eine 2. Piste. Kleine. Wir machen mal eine ganz große, so von hier aus. So, gucken wir mal, dass der hier fährt. Hier ist auch wieder ein Volunteer drin. Perfekt. Haben wir zwar hier die tolle Piste gebaut, aber da kommt keiner hin. Closed. Ah, dauert noch. Sekunde. So, greet your first skiers. Select a skier. Move around and zoom in on the ski area. Da kommen die ersten hier. Hui, guck's dir an. Juhu. Lol. Lol. Kann man hier auch irgendwie go and savor the moment. Geil. Kann ich auch irgendwie first person machen? Das ist ganz schön laut. Base left, 9. Skiing Ability, Beginner, okay. Das werden alles Anfänger sein. Cool. Geil. Das sieht aus. Was haben wir hier am Grauen eigentlich? High Altitude Food Kiosk. Das würde doch hier passen, oder? Wenn wir das hier so hinsetzen, weil da kriegen wir eh keinen hin. Keinen Lift oder sonst was. Priority Level, okay. Es muss ja irgendwas mit zu essen geben, sonst... Wo kommen denn die Ersten? Da sind die Ersten. Oder fährt hier schon wer? Nein. Definitiv nicht. Oh, das ist Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten her, dass ich mal Ski gefahren bin, du. Ich würde jetzt gerne mal hier in die First Person gehen. Gucken, was die so treiben. Gibt's das? Ich glaube nicht. Was los? Hast du Angst? Nein, er hat keine Angst. Hui! Na? Immer schön hier, siehst du? Beginner. Immer schön im Flug fahren, ne? Building closed. Ja, müssen wir jetzt gleich gucken.
Der hier scheint schon fortgeschritten zu sein. Yay! Das macht Spaß, ne? Das macht Spaß. So, Building closed. Hier müssen wir gucken. Ein Volunteer rein oder für uns auch zwei. So. Aim the camera at the skier. Hab ich doch. Gib mir den mal. Alter, wie die aussehen, ne? Wie die aussehen? Ah, hier. So. Confirm. Ich glaube, die warten alle ziemlich lang hier. Brief an old ski dog. Skiers must get plenty of rest and able to bla bla bla. Okay. Das heißt, wir kriegen ja hier rechts immer so ein Fenster, wo wir sehen, was wir machen müssen. Build a ski patrol lodge. Build a mechanics workshop. Build a snow groomer hangar. Wo soll ich das denn alles hinbauen? Wir dürfen das nur hier dran bauen. Das ist die Frage hier. Ski patrol lodge. Kann ich die... Ah, guck mal, die kann ich auch hier irgendwo dran bauen. Dann bauen wir die doch mal hier so an die Seite. Bitteschön. Warte mal, bis das Ding fertig ist. So. Ui, wie die schön da oben fahren. Oh nein! Wir haben Verletzte. Klatsch, da liegt er. Aha. Ist wohl nicht der Beste im Skifahren, wa? Skiing Ability. Intermediate. Und dann liegt er hier auf dem Deppenhügel. Das ist aber nicht sehr. Construction Progress. Vor allen Dingen finde ich es sehr schön, wie die anderen ihn einfach liegen lassen und vorbeifahren. Ne? Da hilft niemand. Alle fahren sie dran vorbei, drumrum. Oh, der fährt noch drüber, du. Der fährt drüber. Uiuiui. So. Soll uns nicht stören, wir machen erstmal hier weiter. Gucken wir mal, was wir hier noch alles bauen können oder müssen. Brrr, noch ist ja nicht viel. Ich würde gerne die hier, die Linie. Würde ich gerne machen. Ansonsten müssen wir die abreißen. Keine Ahnung. Wir müssen halt gucken. Das ist doof, dass du die nicht hier hochkriegst. Ich weiß nicht warum. So, Movement in Progress. Also die sind unterwegs. Das heißt, was brauchen wir jetzt? Mechanics Workshop. So, hier. Der muss aber hier unten dran, ne? Kriegen wir den hier hinter? Kriegen wir. Könnten wir aber auch hier hinbauen. So, weil da machen wir sowieso nichts dran. Und Snow Groomer Hangar. Der ist, hier. Bauen wir dann hier so zwischen. Weil da passt auch nichts hin. Das ist Blödsinn, den Lift hier drauf zu machen, ne? Sehr schön, sehr schön. Kann man die vielleicht noch irgendwie aufwerten oder so? Maximalspeed 180 Meter pro Stunde. Okay. Das kann man bestimmt irgendwie aufwerten. Bestimmt. So. Jetzt ist er aufgestanden. Wurde ihnen geholfen hier? Ja, vorne zu. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier schon Sign Position grün, also absolutes Anfängergebiet hier. Aber dafür ist es ja auch gedacht, ne? So. Gucken wir mal. Die rödeln darum. Wir machen mal was schneller hier, ja, dass das ein bisschen weitergeht. So, das wird gebaut, das wird gebaut. Dann haben wir unseren Auftrag hier wieder fertig. Im Moment ist jetzt noch nicht so viel los, weil wir halt nur den einen Lift haben. Aber wir müssen halt erstmal alles drumherum bauen. So, die ist fertig. Klick, klick. Machen wir nur einen hier. Tatsache. Wir haben keine Freiwilligen mehr. Oh nein. Brauchen wir bald. So. 11 von 12. Das heißt, wir kriegen noch einen. Maximale Number of Volunteers 60. Welcome new skier profiles to increase this limit. Würden wir gerne. Würden wir gerne. Aber. Was ist das hier? Forschung. Aha. Lifts. Load. Lightweight pole. Adjustable tension. Kostet 30 Punkte. Ski toes. Aha. To wear and tear. Die tun ja einfach alles. So. Tut er das jetzt hier? Research, Snow Tires, Maintenance. Nee, bei den Lifts hier möchte ich schon sein. Four-Person Fixed Grip. Plus 20 Meter pro Stunde Speed. Ah, dann ist er schneller, ne? Die Frage ist, wir haben halt noch nichts zum Forschen hier, glaube ich. Wir müssen auf den einen warten. Den packen wir dann hier rein. Dann ist auf jeden Fall schon mal überall einer drin. Das ist ja schon ganz gut.
So, New Volunteer in the Ski Resort. Den packen wir dann hier rein. Danke. Das heißt, alles ist jetzt fertig. Build a Research Laboratory. Okay. Das ist wo? Research Lab. Alter, guck mal, wie groß das Ding ist. Wo soll ich das bitte hinpacken? Ja, bescheuert, dass sowas hier hin muss. Haben wir auch 12 von 13. Aber okay. Volunteer Assignment kommt dann rein. Initiate Research Project. Obtain Upgrade. Aha. Aha. Okay. Und guck mal hier. Die freuen sich alle voll. Super. New Fallen Snow. Nice. Whee. Guck mal, wie die hier runterdüsen. Geil, wie die alle durchs Haus fahren. Ah ja. Durch unsere Geisterforschung. Ich hätte jetzt... Ah, weil der jetzt hier endet, ist der Track und nicht hier unten, ne? Okay, gut zu wissen. Aber man kann wirklich seine Häuser nur hier an die gepunktete Linie am Rand stellen. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich hätte das jetzt lieber irgendwo hier hinten reingestellt oder hier an den Rand. Und nicht direkt an die Skipiste. Hm, sehr komisch. Aber können wir jetzt nicht ändern. Ich reiß das jetzt nicht wieder ab. Das bleibt jetzt so. So, 12 von 14. Okay. Hallo, sind Sie fertig? Das wäre ganz gut. Haben wir noch einen hier? Ja, haben wir. Okay. 13 von 14. Unassigned einer. Ha. Initiate Research Project ist schon dran hier. Obtain Upgrade. Okay, das heißt, wir müssen warten, bis das Research Project fertig ist. Können wir aber mal zwei reinpacken. Dass das schneller geht. Alter, guck mal, was hier alles wartet. Destroy, nein. Ah, der wird gerade gewartet. Mhm. Der wird gewartet. Deswegen warten die alle. Haha. Klasse Wortspiel. Was? Problem Q? Ah. Die stapeln sich alle hier. Wir müssen den schneller hinkriegen. Auf jeden Fall. Dafür brauchen wir die Research. Machen wir mal ganz schnell, dass das hier researched wird. New Volunteer, das ist super. 14 von 15. 68 Leute sind hier, nice. Das ist ja cool. Jetzt werden sie alle sauer, weil die so lange warten müssen. Das ist doof. Ah. Ah. Okay. Nice. So, dann machen wir mittelschnell. Dann können wir hier jetzt gucken. Open the Skier Screen, select the profile, welcome 150 Skiers. Ja, warte. So, by adjusting the cable tension based on how often the ski lift is used, we can greatly reduce wear and tear. Okay. Plus 5 Max Gradient. Erstmal hier. Machen wir den erstmal. Resort Visitors. Sports Club Kids. Snow Truck Lovers. New Fallen Snow. Ja, was gibt's hier alles? High Altitude Food Kiosk haben wir schon. Maintenance. Lifts. Joa, kann ich da irgendwie, Slope 1, warte, können wir den Namen geben? Das wäre super. Leider nicht, ne, irgendwie. Passiert nichts, wenn ich draufklicke. Kann ich den hier einen Namen geben? Ja, kann ich. So, pass mal auf. Idiotenhügel, so hat man das früher bei mir immer genannt. Oder ne, Deppenhügel, freundlicher, ja. Deppenhügel, wisst ihr schon, wo die ganzen Neuanfänger immer, ne, in V-Formation darunter tuckeln. So, Destroy, nein. Können wir den jetzt irgendwie upgraden? Active Upgrades minus 2, Wear and Tear. Ah, okay, die kriegen das automatisch. Gut. Waiting for Assistance, wo denn? Slope waiting for Snow Groomer. Das war hier, ne? Snow Groomer Hangar, ja. Das ist dann die Pistenraupe, schätze ich mal, ne? Das müsste die Pistenraupe sein. Alter, was hier los ist. 81 haben wir jetzt. Research Free Slots, das heißt, wir können hier in Simple Gantry. So, machen wir hier. Es ist gut, dass wir das alles erforschen. Was haben die hier? Meh, 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 meh. Appeal Lead. Ich will ja die Leute hier. Da, der ist am Meckern. Jetzt nicht mehr. Guck mal, muss ich nur anklicken, schon ist er nicht mehr am Meckern. Select a Profile. On the skier screen, find the whistle kids line and click it on it to view their satisfaction needs. Ah, okay. Das heißt, Challenge Energy. Sports Club Kids. Was? Ist on the chairlift.
Is in the queue, is on a green slope, is on a chairlift, is in the queue at ski, bla bla bla. Okay. Ja, das sind einfach zu viele, ne? Wir brauchen noch einen zweiten. Oder der muss halt geupgradet werden, dass er schneller arbeitet. Definitiv. Weil das hier super einfach und schnell geht. Ja. Wie sieht's aus mit der Forschung? Was sagt die Forschung? Die ist dabei, die ist jetzt gleich fertig. Four-Person Fixed Grip Chairlift. New Building Four-Person Fixed Grip. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann den hier vielleicht umändern können oder ob ich den dann komplett abreißen muss. Machen wir erstmal hier. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier... One Person? Nein. Maximal 250 Meter. Maximal 30 Grad. Das heißt, von hier aus da hoch geht nicht, ne? Too short, too short, too short, too short. Too steep. Guck mal, da würde es hingehen. So, da könnten wir den hinmachen. Dann müssten wir nur hier die Piste. Guck mal, kann ich die hier abreißen? Destroy mal. Wir machen eine neue hin, ja? Wir machen eine neue hin, von hier aus. Aha! So, jetzt haben wir nämlich noch eine zweite Piste hier. Wow. So. Woohoo! Jetzt müssen wir nur gucken, wie ich die farblich markieren kann, dass man auch weiß, dass die hier schon eher für Fortgeschritten ist und nicht für Anfänger. Da müssen wir halt gucken, ne? Wie kriegen wir das hin? Eieieiei, okay. So, hier muss wer hin. Ist noch gar nicht fertig. Ist noch nicht gebaut, ne? Kann das sein? 3 Slots, 4 Person. Da müssen wir mal gucken. Machen wir den hier, dann ist er wieder schneller. Dann kriegen wir noch mehr hin. Passen da jetzt 4 rein? Nö, immer noch nur 2. Ah. Müssen wir mal gucken. So, lass mal die Piste bauen. Die Piste ist fertig, das ist gut. Er steht noch, jetzt hat er keine Volunteers, ne? So. Genau, geht mal hoch. Kann er direkt hier hin. Zur zweiten. Damit man ganz hoch kommt. So, select a profile. Ich würde gerne ein Profile hier nehmen, aber wo haben die denn ihre Profile? Und dann, welcome 150 Skiers. Wir haben 90, also wir brauchen noch mehr Leute hier. Das geht so nicht. Da nicht. Nochmal. On the Skier screen, find the WizKids line and click on it to view their satisfaction needs. Boah, warum auch immer? Warum ist das auf Englisch, wenn ich es auf Deutsch gestellt habe? Today it's just me and the mountain. What more could you want? Ja, würde ich auch gern wissen. 6er im Lotto. Was Leckeres zu essen. Ich bin eher so der... Aha, guck mal hier. Unlocking Conditions. Previous Profile 50. Was ist das denn? Dann gibt es die Sachen. Ah, wir können das hier freischalten, okay. Profile 50, Profile 50. Das sind verschiedene Leute hier, ne? Wahrscheinlich Kinder, Normalos, Fortgeschritten oder so. 20 von 60. Next Volunteer in 2 Stunden 53. Ja, wir müssen das hier mal hinkriegen. Hier sind viel zu viele Leute. Viel zu viele. Und das hier ist, gute Frage. Bleib doch mal stehen hier. Hallo. Bleib stehen. So. Ist auch eine Blue Slope. Ah, die blaue hier. Guck. Hui, da fahren sie schon. Da liegt wieder wer. Der braucht Hilfe. Hammer, ja. Oder zählt die Hilfe nur für hier? Das ist die Frage. Wir machen lieber hier oben nochmal eine Hütte hin. Mechanics Workshop, nein. Ski Patrol. Machen wir mal hier hin. Müssten wir hier so hinkriegen. Da kann eh nichts mehr hin. So, dann können die nämlich auf der Piste hier helfen, wenn es sein muss. Wow. Wow. Also sie sind schon schneller, du. Zack, ja, das ist für Fortgeschrittene. Der liegt wieder hier. Ich denke mal, da brauchst du wirklich für jede Piste so eine eigene Hütte, wo die helfen gehen. New Volunteer, ja, das ist ja schön.
Ja, bitteschön. So, und das ist eine blaue Piste. Also die ist schon ein bisschen anspruchsvoller als hier unten die. Das heißt, wir haben zwei. Jetzt müsste man nur gucken, wie wir von hier aus am besten noch da hochkommen. Dass wir so eine dritte kriegen. Da hätte ich mal Bock drauf. Kriegen wir hier noch einen Lift hin? Drück mal Pause, wenn ich den hier jetzt abreiße. Destroy. Ich hätte gerne einen 4-Personen-Lift hier. Too short. Okay. So. So würde es gehen dahin. Da will ich aber nicht. Lol, jetzt ist der genau 5 Meter zu kurz, oder was? Oh, nicht dein Ernst, ne? Nicht dein Ernst, okay. Was ist denn das für ein Kack? Zu lang, zu kurz. So, wenn ich den hier so hinsetze, geht's dann? Too short. Warum? Too short. Ist immer too short. So, und der hier. Pass mal auf, da machen wir das anders. So, jetzt ist der auch nicht angeschlossen da oben. Aber da machen wir nur die großen 4-Personen-Lifte hier. Weil Geld spielt ja irgendwie keine Rolle. Ja, wir haben ja nichts hier. So, der muss bis hier hin, mindestens. Der andere wird dann wahrscheinlich auch zu kurz sein, wetten wir. Zu kurz, okay. Das heißt, hier müssen wir den nehmen. Das ist doch kacke, ey. Warum bitte? Gradient ist zu steep. Jetzt kommt der nicht mehr hier hoch. Ich hätte es sein lassen sollen. So wie es war. Eieieiei. Okay. Das ist ein ganz schönes Gefummel, du. Nein. Too steep, too steep, too steep. Aus im Weg. Passt nicht mehr. Entweder oder. Also dann war es das gewesen mit dem Viererlift hier. Der passt hier nicht hin. Muss man in der, im nächsten Level dann gucken. So, und die stehen alle da rum. Die kann ich aber hier so anschließen. Jetzt kann ich die hier... Den haben wir doch eben auch dahin gekriegt. Wir haben den doch dahin gekriegt. Warum geht das jetzt nicht mehr? Alles zu steil. Guckst du dir an. So, hier kommst du hoch. So. Kann ich die jetzt hier noch miteinander verbinden? So, dann muss ich die nicht immer komplett abreißen. Die müsste auch verbunden sein. Mach mal aus. Muss das natürlich alles wieder neu gebaut werden. Aber okay. Wir wollen ja ausprobieren, ne? Wir wollen ja ausprobieren. Die stehen alle hier. Jetzt erzähl mir nicht, die ist auch nicht angeschlossen hier. Warum? Wie die alle hier stehen und nicht mehr runter und vorwärts kommen. Hin, zurück, vor, runter, was weiß ich. Komm schon. Hallo? So, hier brauchen wir einen Volunteer. Machen wir zwei rein. So, jetzt stehen die alle da. Die ist echt nicht mehr angeschlossen hier. Pff, Schweinerei. Target Quality. Stats 223 Meter lang. So. Mann. Dann mach weg. Mach mal eine neue hin. Das ist echt ein bisschen... Aber ist ja auch gar nicht so schlimm, weil dann können wir das hier auch wieder ordentlich dran machen, so. Dass die hier nicht durch die Fabrik fahren, durch unsere Forschung. Das war ein bisschen kacke. Und die Old Springs Snow Tires, was? Ah, das hier könntest du jetzt freischalten, oder was? Machen wir hier mal weiter. Das ist für Yolting during upward trips is uncomfortable. A spring system fitted into the pole should... Make for a steadier ride. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Guck dir das mal an, was hier rumsteht. Holy moly. Wir wollen halt mehr Leute hier hochbringen. Aber ich glaube nicht, dass wir einen zweiten hier neben machen können.
Das wird, glaube ich, nicht klappen. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie einen Personenlift hier hochkriegen. So, als zweites. Daneben. Ich glaube nicht. Guck hier, das geht nirgendwo dran. Das muss man echt vorher gut planen. Walk by a slope. Und hier so. Two-person fixed grip chairlift. Okay. Mm-mm, da ist nix. Da ist nothing. Da ist nothing. Würden wir den denn von... Lul. Das ist auch nicht miteinander verbunden hier. Das ist eine zweite eigene Piste. Slope 4. Was ist denn das für ein Kacke? Was ist das für ein Kacke, bitteschön? Warum muss man über die ganzen Slopes? Also merkt ihr, bloß nicht, Impossible to build Uphill Slope, okay. Zählt auch nicht, dann machen wir weg. Dann müssen wir hier runter. Bloß nicht, irgendwie da rumfummeln, dass du dir hier alles kaputt machst. Sonst darfst du alles doppelt und dreifach bauen, so wie Ede. Grauenvoll. So, machen wir mal eine ganz große. Können sie da rumfahren. Holy moly, holy moly. Das wird gebaut. Kriegen wir von hier noch irgendwie so einen Lift hoch? Ich glaube nicht. Too steep, too steep, too steep. Guck mal, hier könnte man den hinmachen. Hier unten ran? Nein. Geht nicht. Schade. Das ist doch sehr tricky, muss ich sagen. Doch sehr tricky. Aber wir probieren ja rum. Wir probieren rum. So. Das hier gefällt mir gar nicht. Da müsste ein größerer Lift hin, aber wir haben halt keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Nirgendswo. Was wir nochmal ausprobieren könnten. Kann ich den hier so quer drüber bauen? Vier-Personen-Lift hier drüber. Too steep, too steep, too steep. Ich würde ihn gerne hier oben. Zu lang. Den könnten wir bis hier hin machen. Ist natürlich sehr clever, dass wir da, weißt du was, machen wir das auch. So. Kein Problem, dass hier so die Pole, ne, mittendrin ist. Dann können die auch noch hier hin. Also auf dieser Piste hier fahre ich nicht. Wer dagegen knallt. Holy moly. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. So. Und dann könnte man, bevor wir hier weitermachen. One person. Gucken wir mal, wenn wir den hier so dran machen, da hoch. Downward. Area too steep for building. Okay. Mit dem hier. Könnten wir da hoch. Das ist sehr gut. Dann gehen wir nämlich noch dahin. So, die Frage ist nur, wo will ich hier hin? Ah, guck mal, da ist noch ein Dorf. Wie blöd muss man sein? Dann gehen wir hier hinten hin. Dann gehen wir hier hinten hin, ne? Wir haben alles nur hier gebaut. Super. Aber von hier aus könnten wir natürlich noch eine bauen. Dann könnten wir hier nämlich so eine ganz lange ins andere Dorf bauen. Haben wir hier noch ein drittes Dorf? Das sehe ich jetzt erst. Da hinten ist auch noch eins. Okay. Okay. Das heißt, wir könnten natürlich von hier aus noch eine Linie machen. Hier irgendwie hin. Dann einen Skilift hier hoch. Da unten hin. Das würde alles gehen. Dann ist natürlich, ne, brauchst du gar nicht alles hier so nur an einen zu packen. Ist klar, dass sie sich da alle knubbeln. So, hier muss man ein Volunteer rein. Hier muss man ein Volunteer rein. Ein Volunteer. Machen wir eine neue... Jetzt machen wir mal eine ganz, ganz enge hier. So, das ist schon schwarz hier. Das ist gefährlich. Die ist für die Profis. Wo müssen wir hin? So, dann können die nämlich dahin. Wuhu! Da freuen sie sich. Hier können wir nochmal eine normale machen. Einfach hier so runter. Einfach so runter, weißt du? Und dann so daran. Sehr schön. Das kann gebaut werden. Dann haben wir nochmal zwei hier. Super. 150 Skier brauchen wir. Die haben wir jetzt gleich. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wir müssen nur wieder die Hütten hier bauen. Die darf ich nicht vergessen. Skipatrouille kann hier hin. Da muss auch noch eine hin. Skipatrouille hier irgendwie so. Weil da geht sowieso nichts runter hier. So. Sollte passen.
Da kommen die ersten. Jetzt verteilen die sich nämlich auch hier drauf. Guck. Die Profis wollen nämlich jetzt alle hier rechts hoch. Und da passen auch Vierer drauf. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Machen wir Zweier rein. Dann läuft er auch schneller, ne? Kann ich nicht noch mehr da reinpacken? Nee. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt könnt ihr hier überall fahren. Da muss noch wer rein. Immer mindestens einer erstmal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Problem Q 3. Ich weiß, die stapeln sich alle hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, wer fährt denn hier die Strecke? Keiner, so wie es aussieht. Aber ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das passt schon. Das passt schon. Und wenn wir die hier runterlaufen lassen, da kommen wir nicht wieder hoch, ne? Ne. Da kommen wir nicht wieder hoch. Schade. Ah, hier fahren sie alle. Und jetzt stehen die hier und kommen nicht raus. So muss das sein. So muss das sein. Wir müssen natürlich auch wieder irgendwie hochkommen. Aber jetzt haben wir 266. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Käse mit dem Profil hinkriegen. Das keine Ahnung wo ist. Aha, ah, guck mal hier, jetzt kommen neue dazu. Visitors 272 von 1200. Tierprofile 6. 2, 4, 6. Das heißt, irgend so ein dummes Profil müssen wir mal aufmachen, ja? Wir drücken mal gerade Pause. So. Stats, I'm faster than lightning. Catch me if you can. Number of skiers 84. So, days left, 2 Stunden. Select a profile. Hab ich doch hier. Das ist das rote, das blaue und das grüne. Alle haben so irgendwelche was. I could do backflips if I wanted to. Next slope, I'll show you. Ja, klar. Okay. Super. Also. Alle Profile durch, nichts passiert. Die stehen da hinten rum. Die wollen alle hier hin. Oh, oh. Oh, oh. Dann könnten wir ja eigentlich mal den Lift hier so. Das ist wahrscheinlich wieder zu lang, ne? Geht das eigentlich hier hoch? Ah, ich hasse das. Natürlich die Frage, wie kriegen wir die hier hoch? Ist hier ganz oben, das ist zu lang. Da müssen wir erst andere Lifte erforschen. Ich hätte halt am liebsten einen direkt bis hier oben hin. Nicht ganz ehrlich. So ein Lift. So, der geht noch bis hier oben hin da dran? Nein. Hierhin am besten zieht man erstmal die Lifte alle überall durch die Gegend. An die Punkte, wo man hin möchte. Zum Beispiel da. So. Ich glaube auch wirklich, das ist das Tutorial hier, weil wir brauchen kein Geld, nix. Ne? Hat geht einfach so. Ja, dann mach doch mal so. Das geht. Okay. So, eine Piste hier lang. Das ist die gefährliche Piste, du. Da müssen wir aufpassen. Kann da hin. Jawohl. Von hier aus könnten wir noch eine kleine. So, schöne Kurve hier, ne? Schön spitz. Von hier aus könnten wir auch noch runter. So eine kleine. Pass mal auf. Von hier aus kann man dann irgendwie so abgehen. Wow. Warum geht der immer zur Seite hier? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Oder halt, wenn man da ganz hoch will, kann man von hier aus noch so dahin. Kann man auch. Können wir überall machen, ne? So, sind die Dinger gebaut? Sollten sie sein. Brauchen wir hier natürlich einen. Da muss einer rein. Sehr gut. So, und der funktioniert. Hier muss einer rein. Der funktioniert. Der hier funktioniert. Ach, ist noch Construction in Progress. Okay. Aber die sind alle fertig, ne? Soweit, oder? Nein, sind sie nicht. Dauert nur. Aber die hier ist fertig. Guck, da sind sie am Fahren. Woo, bis hier unten hin. Dann stapeln sich alle hier.
Beziehungsweise fahren wir. Building waiting for builder. Wo? Hier oben. Die sind da hinten am Bauen. Passt schon. So, die hier ist fertig. Nein. Die kommen hier hin. Jetzt können die hier hinfahren. Hier können wir noch eine Skipiste machen. Guck mal, hier haben wir noch gar keine. So, kann man da noch eine hinmachen? Haben wir hier schön alles blockiert, ne? Aber das reicht eigentlich. Das reicht eigentlich. Die muss nur auch noch gebaut werden. Jetzt wird der gebaut. Sehr gut. Hier oben die ist fertig ins andere Dorf. Also, wir haben ganz schön viel gebaut hier. New Volunteer, okay. Waiting for Snow Groomer. Ich glaube, einer ist mittlerweile zu wenig, ne? Required Maintenance, okay. Sollte auch klappen. Sollte auch klappen. Der ist jetzt gleich fertig. Ich hoffe es. Machen wir schneller hier. Dass das schneller gebaut wird. Wir haben schon wieder nichts zum Forschen. Optimized Expansion Area Upgrades. Das haben wir denn hier. Six-Seater and Ten-Seater Gondola. Nice. Ah, das ist natürlich jetzt... Aha, guck mal, jetzt muss man sich entscheiden. Ja, schneller oder länger und mehr höhere Steigung. Increase Team Autonomy, 6-Seater and 10-Seater, Unlocks Buildings, 12-Seater and 16-Seater Gondola. Ich würde erstmal sagen, Länge und Gradient. Das ist mir wichtiger. Okay. So, machen wir hier mal weiter. Das ist natürlich cool, das gefällt mir. So, die steht, hier ist kein Freiwilliger drin. Bitteschön. On Duty 25, unassigned 9. Hier auch nicht drin? Nein. So. Dann mach mal. Dann können die schon da hoch. Das ist alles fertig gebaut. So langsam geht hier die Post ab. Hui, überall fahren sie. Hier stehen sie auch Schlange. Was haben die hier? Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal die, machen wir einen Snow Groomer Hangar. So. Und wir brauchen noch, Mechanics Workshop hier. Den zweiten. So. Waiting for Mechanic. Guck, jetzt ist es nämlich langsam zu wenig. Oben hier. Was ist hier los? Not connected. Ach, da ist hier. Ja, wir haben hier noch kein Dingens gebaut, ne? Haben wir noch nicht. Dann machen wir eine kleine hier. Eine ganz gefährliche. Impossible to build uphill slope. Okay. Das ist für die Profis hier. Holy shit. Da würde ich im Leben nicht runterfahren. Bitteschön. So. Für die Irren. Weiß zwar nicht, wie die hier. Du musst springen hier, weißt du? Du musst da springen, sonst geht das nicht. So, jetzt können wir nochmal eine normale machen hier. Einfach. So. Natürlich nicht. Possible to build uphill slope. Stimmt doch gar nicht. Das sollte locker gehen. Oh, wo gehen wir hin? Einmal hier durch. Ja, ich weiß, das ist gefährlich, aber so ist das Leben. So, haben wir hier nochmal eine Riesenpiste. Das sieht doch gut aus. Hier müssten dann ja auch Leute hinkommen. Die fahren einfach durch den Schnee hier. Nicht irritieren lassen, das ist halt so. Hier oben müssten wir nochmal eine Skipatrouille hinmachen. So. Wie sieht's hier unten aus? Da brauchen wir einen. Hier machen wir mal zwei rein. So, dann sollten die das nämlich reparieren hier. Hoffe ich zumindest. Ich meine, die fahren trotzdem damit, ne? So langsam kriegen wir Probleme. Wir müssen überall mal was reparieren und so weiter. Hier fahren auch schon die ersten. Die stehen dann hier wieder rum. Okay, okay. Sehr schön. Also hier ist schon, guck mal hier, ist einfach zu viel, es ist einfach zu viel. Wir haben 400 Leute hier, 400 Leute, holy moly. Okay. Es ist jetzt natürlich ein ganz schönes Gewuselchaos, aber ich liebe sowas. Das hier ist auch nicht verbunden, wie ich gerade sehe. Macht nix, warum auch immer. Hier kannst du fahren, kein Problem, weißt du. Aber da nein. So, ganz schönes Gewusel. Du kannst mal in die Kommentare schreiben, was du von dem Spiel hältst. Sollen wir die anderen Level auch noch machen? Und ich sag wie immer, ciao mit V.
bis zum nächsten Mal, euer Ede.